die nächste Rednerin ankündigen. Das ist meine Kollegin Susi Lutz, die Personalrätin bei der AWM in München ist, aber auch gleichzeitig Mitglied der Bundestarifkommission des öffentlichen Dienstes der Gewerkschaft Verdi. Susi, dein Mikro. In diesem Jahr stehen 72 Millionen Euro für Rüstung und Verteidigung zur Verfügung. Ein historischer Höchstwert. Deutschlands Verteidigungsminister betont, dass der Verteidigungshaushalt in Zukunft weiter ansteigen müsse. Gleichzeitig hören wir, wo überall gespart werden soll. Bei der Bildung, bei der Gesundheit, bei der Rente. Und für die kommende Tarifrunde im öffentlichen Dienst hören wir das stetig wiederkehrende Argument der angespannten kommunalen Haushaltslage. Und wieder, wie in jeder Tarifrunde, wird den Beschäftigten vorgerechnet, wofür kein Geld da ist. Unsere Forderung von 8%, mindestens 350 Euro, werden als völlig überzogen betitelt. Für die weiter geforderten 4 freien Tage, wovon einer für Gewerkschaftsmitglieder gelten soll, zeigen die kommunalen Arbeitgeber völliges Unverständnis. Eine Neuregelung der Altersteilzeit werden wir uns hart erkämpfen müssen. Und von den Kolleginnen und Kollegen, gerade im sozialen Bereich, fordern wir bezahlte Pausen in der Wechselschicht. Da wird Zurückhaltung gefordert. Deshalb sage ich, wir brauchen Aufwertung. Deshalb soziales Rauf. Sieht übrigens super geil aus von hier. Ich hab's nicht ausgeschalten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass ihr wieder alle am Platz seid. Wir machen direkt weiter im Programm, weil die Zeit etwas drängt im Sinne der Anmeldung. Als nächster Redner spricht zu euch Marc Ellmann von der GEW in München. Marc? Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser heutiger Protest findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern unter den Bedingungen der Zeitenwendepolitik der Bundesregierung und eskalierender Kriege in der ganzen Welt. Es wäre falsch, dazu nichts zu sagen. Mit Entsetzen und mit Trauer sehen wir täglich neuen Horror aus den Kriegsgebieten in der ganzen Welt. Die Eskalation des Ukraine-Kriegs und in Russland sowie die Ausweitung des Kriegs in Israel und Palästina auf den Libanon, auf Syrien und den Iran drohen in einen militärischen Flächenbrand umzuschlagen. Wir stellen uns gegen diese Kriege, unter denen vor allem einfache Menschen leiden. Das Leben unter Krieg und Besatzung ist mit Verhaftungen, Verletzungen, Folter, Verschleppungen und mit Tod verbunden. Ein Recht auf Arbeit oder auf Bildung oder gar die Schutzrechte der UN-Kinderrechtskonvention sind unter solchen Bedingungen nicht umsetzbar. Militär und Krieg sind zentraler Faktor der Zerstörung von Umwelt und Lebensbedingungen und damit die größte Fluchtursache. Mit jedem Tag weiteren Krieg wächst die Gefahr der Ausweitung der Kampfhandlungen. Das gilt für den Nahen Osten wie auch für die Ukraine und Russland. Der Welt droht immer mehr ein neuer großer Krieg. Der Schatten eines Atomkriegs liegt über Europa. Deswegen ist unser Bemühen um zivile Konfliktlösungen heute wichtiger denn je. Sie ist unsere friedensbewegte, zivilgesellschaftliche Antwort auf Waffenlieferungen und auf geplante Raketenstationierungen. Wir fordern Rüstung runter, denn Deutschland produziert und verkauft Kriegsgeräte und Waffen. In Sorgen um den Nahen Osten fordern wir deswegen, die humanitäre Katastrophe, den Krieg zu beenden. Das geht nur bei Einhaltung des Völkerrechts. Weitere Siedlungen und der Beschuss von UN-Friedenstruppen stehen dem entgegen. Als GEW setzen wir uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Nur sie bietet eine Perspektive auf Frieden. Und natürlich treten wir dafür ein, dass Bildungseinrichtungen nicht für militärische Zwecke missbraucht werden. Als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordern wir einen umgehenden, dauerhaften Waffenstillstand und Zugang zu humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Verschleppten und Getöteten,
den Zehntausenden Toten und unseren kriegsmüden Kolleginnen, die vor Ort jeden Tag für den Frieden eintreten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Gewerkschaften verstehen wir uns seit jeher als aktiver Teil der Friedens- und der antimilitaristischen Bewegung. Mit unserer heutigen Kundgebung setzen wir uns für internationale und soziale Sicherheit ein. Wir wissen, dass unsere Bemühungen darum nicht einfach sind und auch nicht frei von Widersprüchen. Das mühsame Eintreten für friedliche Konfliktlösungen erfordert von uns Konsequenz in unseren friedenspolitischen Forderungen, auch wenn der politische Gegenwind lauter ist. Dafür wirbt der Aufruf Gewerkschaften gegen Krieg und Aufrüstung, den wir als GEW München gemeinsam unterschrieben haben. 6.000 Unterschriften wurden bereits gesammelt für den Aufruf, in dem es heißt, die Gewerkschaften müssen sich unüberhörbar für Friedensfähigkeit statt Kriegstüchtigkeit einsetzen, für Abrüstung und Rüstungskontrolle, Verhandlung und friedliche Konfliktlösung, für Geld für Soziales und Bildung statt für Waffen. Das ergibt sich aus ihrer Tradition und ihren Beschlüssen. Der Aufruf kann hier am GEW-Stand unterschrieben werden. Wir sammeln weiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schon lange vor der von der Bundesregierung verkündeten Zeitenwende haben wir gefordert, uns von der NATO-Aufrüstungsvorgabe zu lösen. Ebenso lehnen wir das 100-Milliarden-Paket fürs Militär ab. Diese Mittel sind vielmehr für dringend benötigte Zukunftsinvestitionen, wie Bildung einzusetzen. Hier bei der Bildung fehlen hunderte Milliarden. Und im zweiten Jahr der Zeitenwende in der Politik der Bundesregierung appellieren wir weiterhin an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, lasst die Länder und Kommunen bei der Verwirklichung des Rechts auf Soziales und gute Bildung für alle nicht alleine. Es braucht deutlich mehr Geld, damit diese essentiellen Aufgaben für die Gesellschaft wieder erfüllt werden können. Und wir wissen, Geld ist genug da. Und wir wissen auch, es gäbe noch viel mehr zu holen. Als Gewerkschaft fordern wir, die finanziellen Einnahmen der öffentlichen Hand zu verbessern, indem wir die Steuerpolitik reformieren, einkommensschwache Schichten entlasten und Einkommensstarke in ihre gesellschaftliche Pflicht nehmen. Dazu gehört die Wiedereinführung der Vermögensteuer, das heißt Superreiche zur Kasse. Und es muss Schluss sein mit dem Investitionsverbot Schuldenbremse. Denn es fehlen zig Milliarden in den Bildungseinrichtungen. Unsere Gesellschaft erlebt aktuell die schwerste Bildungskrise. Es braucht eine Bildungswende, denn ein enormer und sich vergrößernder Mangel an Fachkräften trifft auf ein veraltetes, unterfinanziertes und segregiertes Bildungssystem, welches sozial ungerecht ist. 50.000 Schülerinnen und Schüler verlassen jährlich die Schule ohne Abschluss. Kinder und Jugendliche werden viel zu oft nicht ausreichend auf die Zukunft vorbereitet. Notwendige Aufgaben wie Digitalisierung und Inklusion wurden viel zu lange verschlafen. Die Arbeitsbedingungen in den Bildungsberufen sind unattraktiv und auch die Bezahlung beispielsweise für Erzieherinnen und Erzieher muss gut werden. Die Unterfinanzierung des Bildungsbereichs ist nicht etwa ein schlimmes Übel angesichts neuer weltpolitischer Herausforderungen, wie es uns die Zeitenwende-Apologeten glauben machen wollen. Die Unterfinanzierung von Bildung und Sozialem ist weit älter als die jüngsten Kriege und vielmehr ein wiederkehrendes, weil immanentes Ergebnis neoliberaler Wirtschaftspolitik. Sie kürzen den Staatsanteil herunter und stimulieren damit Privatisierung. Sie fördern damit sich verschlechternde Lehr- und Lernbedingungen. Die Zunahme von sogenannten Public-Private Partnerships oder von Konzernen herausgegebenen Unterrichtsmaterialien und auch der steigende Anteil an Privatschulen sind Beispiele dafür. Als Bildungsgewerkschaft GEW fordern wir eine drastische Erhöhung der Bildungsausgaben, mindestens aber ein Sofortprogramm über hunderte Milliarden und ein bedarfsgerechtes und eine flexible Ausfinanzierung des Bildungssystems über alle Lebensphasen hinweg. Wir fordern Personalaufstockung und Qualifizierung in allen Bildungsbereichen, besonders in Kitas und Schulen, sowie strukturelle Veränderungen im Bildungssystem. Das heißt für uns aber auch eine Abkehr von der frühen Aufteilung der Schülerinnen und Schüler in verschiedene Schulformen. Die Einführung von Mindeststandards, die eine kontinuierliche Leseförderung und Sprachentwicklung über die Grundschule hinaus, das heißt unseren humanistischen Anspruch nach Bildung für alle auch zu verwirklichen. Nur so gehen wir nachhaltig gegen soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft vor. Wir treten für eine Politik ein, die eine Verbesserung der Chancengleichheit von der Kita bis zur Weiterbildung darstellt, damit die endlich Schluss macht mit der Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft des Einzelnen.
Doch, Kolleginnen und Kollegen, wir stellen uns nicht nur gegen diese Zeitenwende-Politik von Sozialkürzungen und Hochrüstung und fordern soziales Raufrüstung runter, weil nun das Geld bei uns fehlt. Nein, wir stellen uns auch dagegen, weil diese Politik nicht in Einklang zu bringen ist mit unseren gesellschaftlichen Werten. Denn, Kolleginnen und Kollegen, um nur ein Beispiel zu nennen, grassierende Kinderarmut mitsamt dem Nein zur Kindergrundsicherung sowie eklatante qualitative Missstände in der frühkindlichen Bildung sind einem Sozialstaat, einer Industrienation wie Deutschland nicht würdig. Weil wir stellen uns auch gegen den Zeitenwendewind, der uns heftig entgegenbläst, weil diese Politik auch mit unseren gewerkschaftlichen Grundüberzeugungen nicht vereinbar ist. Ein Beispiel. Seit August gilt hier bei uns in Bayern ein Bundeswehrgesetz, welches massiv in die Universitäten und Schulen eingreift und militärische Kooperation vorschreibt. Mit Demonstrationen, mit Petitionen, Stellungnahmen haben wir uns als Bildungsgewerkschaft zusammen mit der Deutschen Friedensgesellschaft, der DFGVK Bayern, mit Angehörigen von Hochschulen, wie der Verdi-Betriebsgruppe an der TU, mit verschiedensten studentischen Fachschaften in unterschiedlichen Städten bis hin zum Bayerischen Landesstudierendenrat und anderen eindeutig gegen dieses Gesetz ausgesprochen. Naja, die CSU-freie Wählermehrheit im Landtag hat es dann mit den Stimmen der SPD-Fraktion trotzdem beschlossen, womit aber unsere verfassungsrechtlichen Bedenken noch lange nicht vom Tisch sind. Unsere Bedenken reichen von der Verletzung der Hochschulfreiheit und der Gewissensfreiheit des Einzelnen bis hin zur de facto Werbung der Bundeswehr bei minderjährigen Schülerinnen. Bei minderjährigen Schülerinnen, deren Anteil unter neuen Rekruten lag letztes Jahr bei 13,9% und von denen kam ein Viertel aus Bayern. Wir wissen, dass das erste Opfer in Kriegssituationen... wir werden gegen dieses Gesetz klagen. Wenn ihr euch daran beteiligen wollt, wenn ihr spenden wollt für die Klage, wenn ihr unterschreiben wollt, kommt an den GEW-Stand, dort findet ihr Informationsmaterial dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass das erste Opfer in Kriegssituationen die Wahrheit ist. Deswegen brauchen wir in den Bildungseinrichtungen verstärkt politische Bildung. Und das geht nicht mit Söders Verfassungsviertelstunde, noch indem Lehrkräfte nun statt Lehrkräften nun Jugendoffiziere im Unterricht eingesetzt werden. Wir kommen zum nächsten Redner des heutigen Tages. Ich darf Walter Listel auf die Bühne bitten von der Münchner Friedensbewegung, Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus. Walter, deine Bühne. Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, Jean Jaurès, der französische Sozialist, hat immer wieder vor dem Ersten Weltkrieg gewarnt und uns den Satz hinterlassen, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Stimmt das? Ich finde, ja und nein. Regenwolken entstehen durch physikalische Gesetze, unabhängig vom menschlichen Zutun. Kriege entstehen durch politisches Handeln von Menschen und können im Gegensatz zum Regen von Menschen verhindert werden. Dazu braucht es aber eine weltweite starke Friedensbewegung und eine laute gewerkschaftliche Stimme für Friedenspolitik und Abrüstung. Applaus 2022 fanden weltweit 28 bewaffnete Konflikte und Kriege statt. Jeder dieser Kriege hat seine eigenen Ursachen und Hintergründe, aber allen ist gemein, tausendfaches Sterben, zerstörte Städte, Vernichtung der natürlichen Lebensgrundlagen, massenhaftes Flüchtlingselend, Hass und Terror. Was wir darunter zu verstehen haben, zeigt ein Blick auf die Situation im Gazastreifen oder in Afghanistan oder im Libanon. Gemeinsam ist all diesen Kriegen, dass meist Unschuldige die Zeche der Kriege zahlen müssen. Nur ein Beispiel, auf das wir es nie vergessen. Der Wirtschaftskrieg gegen den Irak unter Saddam Hussein hat 500.000 Kindern im Irak das Leben gekostet. 500.000, eine ganze Generation ausgelöscht. Als ein Journalist die damalige Außenministerin der USA, Madeleine Albright, fragte, ob es das wert war, war ihre Antwort,
Ja, ich denke schon, dass es das wert war. Wie verkommen muss man sein, um das Töten von 500.000 Kindern durch diesen verlogenen Krieg zu rechtfertigen? Nie geht es im Krieg um Menschenrechte. Immer geht es um Öl, um Wasser, um Rohstoffe, um imperiale Machtansprüche und angebliche nationale Interessen und Profite. Deshalb sind wir als Friedensbewegung gegen jeden Krieg, gegen jede Form der Kriegsvorbereitung, gegen Rüstungsproduktion und Export, gegen Militarismus, Nationalismus und Rassismus. Denn Militarismus, Rassismus und Nationalismus waren immer die Vorboten und Begleitmusik kommender Kriege, für die wir jetzt kriegstüchtig gemacht werden sollen. Unter der Losung für eine regelbasierte Weltordnung nimmt der Westen Kurs auf die nächsten Kriege gegen Russland und China. Die NATO, sagt man uns, sei nicht nur eine Militärorganisation, sondern gründe sich auf eine Wertegemeinschaft. Dazu schreibt Samuel Huntington in seinem Buch Kampf der Kulturen, ich zitiere, der Westen hat die Welt nicht durch die Überlegenheit seiner Werte erobert, sondern durch die Überlegenheit beim Anwenden von Gewalt. Westler vergessen diese Tatsache oft, Nicht-Westler vergessen sie nie. Eisenhower, der ehemalige Präsident der USA, warnte schon in seiner Abschiedsrede 1961, Zitat, wir müssen uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex unbefugt Einfluss ausübt. Wie berechtigt seine Warnungen waren und bis heute sind, zeigt ein Blick auf den heutigen Militärindustriekomplex und seine Sachwalter bei der NATO-Sicherheitskonferenz. Die Außenministerin will Russland ruinieren, der sogenannte Verteidigungsminister will Deutschland kriegstüchtig machen. 2026 sollen US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden, die Ziele tief im russischen Hinterland angreifen können. Die Vorwarnzeit beträgt 5 Minuten, die Fluggeschwindigkeit ist 16 Mal Schallgeschwindigkeit. Entscheidung über einen Atomkrieg wird dann fast vollautomatisch durch KI organisiert. Diese geplanten Hyperschallraketen steigern die Spannungen und sind insbesondere für Deutschland eine Gefahr, zum atomaren Kriegsschauplatz zu werden. Wir sagen Nein zur Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland. Wir sagen, der Wahnsinn der Atomkriegsvorbereitung muss aufhören. Wir fordern Waffenstillstand und Verhandlungen sofort für die Ukraine und den Nahen Osten. Wir wollen nicht kriegstüchtig werden, sondern friedensfähig. Geld für Hochrüstung und Kriegsvorbereitung fehlt in den Krankenhäusern, bei der Pflege, den Renten- und Sozialleistungen und unter anderem auch bei der Instandhaltung von Brücken, nicht nur in Dresden, sondern vor allem auch in den vom Krieg betroffenen Ländern. In diesem Sinne, Soziales rauf, Rüstung runter, endlich.